willkommen in Mainz. Und ihr vergesst nicht, heute Abend einzuschalten, Hotline Radio, www.hotlineradio.de/livestream mit 61 Inch, 20 Uhr bis 21 Uhr. Viel Spaß. I can't unleash what I protect to steal. Won't come back again. I'm out of order. Time's running out. And this vice is shot. Leave me alone tonight. Forget your dreams. You don't need hope. Cause you're nothing more than hanging on the roof. I can't feel. Cause I'm too weak to start again. And how can you sleep full of sorrow? Hey, oh, I'm bad, but you just keep your life and be your own hero. A place to be, back on sea we now prefer. Ja, die tolle Band, die Sie eben gehört haben, 61 Inch, und die kommen aus Eberbach, aus dem schönen Odewendle. Jesse Klaus und, ist das richtig, Frosch? Frosch, ja, richtig. Frosch? Also es schreibt sich ein bisschen anders wie der Frosch, aber... Ja gut, das kommt wegen meinem Originalnamen, wegen dem PH und so. Achso, weil ich wollte gerade sagen, der Ähnlichkeit mit dem Frosch kann ich jetzt nicht feststellen. Ist nicht, ne? Nee. Einfach nur der Name, wunderbar. Housebeat, Rhythm, College, Britpop, Punk. Also ich glaube, außer euch weiß niemand, was das ist. Erzählt mal. Ja, das ist eine ganz lustige Story eigentlich dahinter, weil die Rhein-Neckar-Zeitung hat uns mal unter diesen Namen, Genrenamen dann eben mal betitelt, als sie mal einen Artikel über uns geschrieben hatten. Und dann haben wir das einfach übernommen, weil wir nie wirklich einen passenden Titel für uns hatten. Und so haben wir uns unser ganz eigenes Genre, wo keiner aussprechen kann, sich keiner wirklich merken kann, aber es ist unser. Ja, dann sage ich es nochmal, vielleicht kann man sich sagen, also Postbeat, Rhythm, College, Britpop, Punk. Genau. Genial. Genial. Also gut, jetzt wissen wir auch, was das ist. Was ich auch gehört habe, und das finde ich echt sensationell, ihr habt schon eine Tour durch Amerika gemacht. Ihr geht da auch hin zum Aufnehmen. Ihr recordet da auch tatsächlich. Ne? Und ihr wart im Mai, hast du gesagt, glaube ich, auf Tour dort, ne? Ja, richtig. Also wir waren Ende Mai bis Anfang Juni waren wir in Amerika, haben sowohl Konzerte in Kalifornien gespielt, Wahnsinn, als auch in Chicago, und haben dann dort als Abschluss der Tour in den Rackstrack Studios in Chicago zusammen mit Produzent Jay O'Rourke und unserem Ingenieur Mike Tholen dort die Aufnahmen gemacht. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja. Wie kommt ihr denn als deutsche Band in Amerika an? Also bis dato, bis jetzt, sehr gut. Okay. Ja, allen Leuten hat es gefallen. Wir haben in Kalifornien vielen Vorstädten gespielt, ja, in Chicago direkt in den Clubs. Also wir hatten auch wirklich den Vergleich Großstadt und Vorstädte, und es hat allen gut gefallen. Wahnsinn, was ist denn das für ein Gefühl? Da kommst du in ein Land, das ist eben so das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dann kommt man da hin im Grunde und bekommt schon gleich so eine Plattform, bekommt ein geiles Studio auch, ne? Muss man schon das Gefühl so ein bisschen haben, boah, jetzt hab ich's gepackt, oder? Ja, also gepackt vielleicht nicht, aber es war auf jeden Fall ein super tolles Gefühl. Mhm. Auch weil Amerika natürlich, also da kommt die Musik her, die wir machen. Mhm, genau. Und es war definitiv ein Heimkommen, so ja, hat sich schön angefühlt. Oh, süß. Und trotzdem habt ihr jetzt gesagt, Amerika war es jetzt für dieses Jahr. Jetzt gibt es eine weitere Tour, aber auch eine englischsprachige. Richtig, ja. Wir haben die Möglichkeit bekommen, also dadurch, dass eine englische Band auf uns aufmerksam wurde, die haben mitbekommen, oh, da gibt es eine deutsche Band, die war in Amerika, mhm, genauso wie die englische Band das war. Und haben gesagt, wollt ihr mit uns Deutschland und England touren? Wahnsinn. Band heißt Nylon Sky und da freuen wir uns drauf. Ja, da kommt im Oktober so eine kleine Tour von 12 Tagen, 11 Konzerte oder sowas. Also wird ein hartes Programm, aber ich denke mal... Ihr seid ja Rockstars, schafft ihr. Wir versuchen es, ja. Auf jeden Fall, ach, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Euch gibt es seit 2008, das heißt, ihr habt ja schon, wie gesagt, auch etliche Auftritte in Deutschland, natürlich auch dann die Tour und so weiter. Ist man dann trotzdem nervös, wenn man weiß, es geht jetzt um einen Rock-Contest hier von Rockland und Karlsberg-Opitz und man hat es irgendwie nicht so wirklich in der Hand? Ja, man ist immer nervös und in dem Fall natürlich. Also, aber andererseits geht es ja auch um unsere Fans, vor allem jetzt bei dem Contest, die voten. Von daher, und wir vertrauen ja auf unsere Fans, von daher machen wir uns da keine Sorgen. Ja. Gleich 8:30, ich stelle Ihnen heute alle Finalbands vor, aber irgendwie wollte ich 61 Inch aus Eberbach jetzt gar nicht gehen lassen, denn die haben gesagt, sie haben noch was für mich. Ja, wir kommen ja nicht mit leeren Händen hier nach Mainz. Und zwar haben wir da Alex natürlich ein schönes Tour-T-Shirt mitgebracht von der Make Some Lamb Tour 2013 von 61 Inch mit allen Tour-Dates aus Amerika und USA. Und bitteschön. Vielen Dank, dass ihr hierher kommt. Ich danke euch. Das sieht mega mäßig aus, aber ohne eure Unterschriften nehme ich es nicht. Also ich will auf jeden Fall okay. Also, das können wir machen, ja. Wer weiß. Vielleicht nachher mal ganz, ganz viel Geld wert. Vielen Dank. Ich freue mich ganz tierisch, dass ihr mir ein Geschenk mitgebracht habt. Ich werde es in Ehren halten.
61 Inch aus Eberbach bei unseren Finalisten des Rock Contests von Karlsruhe Ruhrpilz und Rockland Radio.